RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. Lenny, bist du dir sicher, dass du dir die roten Schuhe echt im H&M kaufen willst? Ich meine, ey, ich habe ja absolut nichts gegen rote Sachen, aber das sieht irgendwie ein wenig, wie soll ich sagen, naja, tuffig aus. Willst du mir damit sagen, dass ich schwul bin, Mann? Mord, wie bist du denn drauf? Außerdem sind das nicht irgendwelche roten Schuhe, es sind die neuen Nike-Schuhe. Und außerdem ist man, was man trägt. Also schwul. What? Du bist echt ein Kunde. Aber egal, Alter. Ist dir mal aufgefallen, dass Berlin immer mehr zu einer einzigen großen Baustelle verkommt? Sieg absolutens auch so, Lenny. An jeder Ecke eine Baustelle. Letzte Woche ist Werner sogar in eine Baugrube gefallen. Echt heftig. Wie kann man nur so drauf sein? Werner war nicht drauf. Der war total zu, Mann. Und das Schärfste war ja, als er in die Grube voll besoffen reingefallen ist. Haha. Naja, reden wir nicht mehr drüber. Ey, Alter, ey. Vor H&M eiern die jetzt auch schon mit Bauklamotten rum und so Trägerlatten schleppen die durch die Kante. Mann, Mann, Mann. Na egal, lass uns doch einfach mal rein. Und pass auf die Balkenhof. Geil, Moat. Du bist echt ein Kunde. Eben sag ich noch, sollst aufpassen. Mann, peng, erwisch dich, der Trägerbalken. Am besten sah es aus, wie dich hingehauen hat, Alter, Alter. Moat? Moat? Ach du Scheiße, glaube, Moat hat entschärft. Hohoho, wie kann man auch so blöd sein? Einige Stunden später. Was war denn das? Mann, meine Rübe tut total weh. Als wäre ich vor eine Mauer gerannt. Du Rübe, hast nicht aufgepasst. Und wurdest von so einem Baubalken erwischt, ja. Warum bin ich denn dann die Rübe, Alter? Dich hat's auch erwischt. Das nennt man Gruppendynamik, Alter. Gruppendynamik? Das klingt wie Dynamo. Und ein Dynamo war damals so eine Art kleiner, ja, Dynamo zum Strom erzeugen eben. Durch Körperkraft. Ganz coole Erfindung, die am Fahrrad genutzt wurde. Geile Idee. Aber mal was anderes, Lenny. Lenny? Lenny? Ach, da hinten. Was machst du denn da bei der Bruchbude? Moat, nicht so laut, Alter, nicht. Da, nicht, dass da noch jemand wohnt. So, nun schnell, schnell, die Schuhe geschnappt. 1, 2, meins. Ey, du bist echt der Hammer, Lenny. Du bist der einzige Typ, der es packt, schlafenden Leuten die Schuhe, die sie noch anhaben, zu klauen. Ja, so ist das eben, mein Bester. Jahrelanges Training. So, lass mal langsam Richtung Schenke aufbrechen und nicht vergessen, leise machen. Hey, Lenny, irgendwas stimmt doch hier nicht. Wir waren doch eben bei H&M und nun eiern wir hier rum. Irgendwie krass, ey. Sieht aus, als hätte man uns aufs Land verschleppt. Hast recht. Ich glaube, wir waren länger wie 2 Minuten im Geist in Abseits. Das müssen die Securities von H&M ausgenutzt haben. Ganz genau. Die werden uns geschnappt haben und uns dann raus aufs Land gebracht haben. Getreu dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Weißt du noch, was die damals mit Werner gemacht haben? Ja, ich weiß das noch ganz genau. Werner war total zu und torkelte vor H&M rum und hat alte Frauen nach Briefmarken gefragt. Als sich eine beschwerte, ja, kamen die Jungs und haben den Werner geschnappt und ihn in die Biotonne geschmissen. Ganz genau, Alter. Nur schade, dass sie auf der Deponie ihn nicht angenommen haben. Darum eiert er ja jetzt wieder in Berlin rum. Aber man wird anders, wir kommen nun heim, Alter. Hey, wir laufen hier erstmal weiter. Schau mal da hinten. Ey, da steht ein komischer Freak, Mann. Weißt du was? Den fragen wir mal nach dem Weg. Wo ist jemand? Ich sehe hier weit und breit keinen einzigen Menschen, Lenny. Oh Mann, Moat, deine Sehkraft war auch schon mal besser, Alter. Da vorne 300 Meter weiter, am Feldrand. Guck mal, da steht doch einer. Ey, das sieht mir aus wie eine Vogelscheuche. Aber egal, ey, lass uns mal hindatteln. Hey, du, entschuldigen Sie, mein Bester. Könnte ich Sie mal was fragen? Mensch, Werner, du Nuss, wie bist denn du hier raus aufs Land gekommen? Haben die Leute von H&M, haben die dich auch hier rausgefahren und rausgeschmissen? Wie, du bist nicht Werner? Ich verstehe nur Bahnhof, Mann. Du bist eine Vogelscheuche. Ey, das ist doch ein und dasselbe, Werner. Werner und Vogelscheuche? Ist doch klar. Mensch, Alter, du bist total durch den Wind, Werner. Du bist Werner und keine Vogelscheuche. Du bist Werner. Du siehst aus wie er, du klingst wie er. Du bist Werner. Genau. Alter, ich glaube, du hast dein letztes bisschen Verstand versoffen. Was, du willst deinen Verstand wiederfinden? Naja, musst du aufhören mit Saufen, Wernerchen, dann klappt das. Genau, Alter, aufhören mit Trinken. Da hat Lenny Penny absolut ins Recht. Aber andere Frage, wo geht's denn nun nach Berlin hier? Was, wenn wir den Weg weiterlaufen, kommen wir zum Zauberer? Langsam glaube ich echt, dass du sie nicht mehr alle hast, Mann. Alter, ich glaube, der Werner will uns damit sagen, dass der Weg nach Berlin führt. Na dann lass uns doch einfach mal da langlaufen. Wir werden schon ankommen. Nix, bye-bye, Werner. Du kommst mit uns. Und du bist ja total Palle, Alter. Dich kann man hier gar nicht alleine lassen. Wir nehmen dich mit nach Berlin. Meinetwegen. Zum Zauberer. Aber Lenny hat recht, wir können dich, Wernerchen, hier nicht alleine lassen. So gestört, wie du gerade bist. Du hast sicher wieder 3 Jägermeister auf Ex getrunken. Und zwar aus 3 0,7er Flaschen. Ganz genau, Alter. So sieht's aus. Und nun schnallst du nichts mehr. Also auf geht's. Komm, Werner, komm endlich. Ey, Alter, was ist los? Die haben dich an den Pfahl festgemacht? Mann, ey, die Jungs von H&M, die Security Freaks, die sind doch total krass drauf. Viele Felder und einige Stunden später. Oh Mann, das ist heftig. Die Sonne scheint und ich sehe schon die Gespenster. Was? Wieso Gespenster?
Ich verstehe dich nicht. Ich weiß nicht, was du meinst. Ganz einfach, Alter. Schau doch mal links da am Rand. Ein Roboter, der ausschaut wie der Jan. Ich glaube, mir hat der Schlag auf die Rübe echt nicht gut getan. Nee, ich sehe das auch. Und ja, du hast recht, ey. Der Teil sieht genau aus wie der Jan. Also entweder sind wir beide total kaputt oder wir werden langsam verrückt. Ach, sei leise, Werner. Du hast eh keinen Verstand mehr. Also sei einfach leise. Langsam verstehe ich, warum die Security dich am Pfahl festgemacht haben. Also sehen wir alle drei den Blechmann, der so aussieht wie Jan putzt. Aber? Du zählst nicht, Werner. Also, sehe ich und Moa den Jan. Dann mal schauen, was mit dem los ist. Mensch, Jan, du alte Blechkiste. Also, mir sieht das so aus, als wäre der Jan außer Betrieb. Ja, ganz genau, so sieht's aus. Ach ja, Moat, falls ich nochmal auf die Idee kommen sollte, bei H&M noch mal irgendwelche Schuhe zu kaufen, dann erschieß mich einfach. Hast du absolut recht, denn nur wegen der Aktion haben wir die Balken vor die Rübe bekommen. Nee, nicht deswegen, sondern wegen der Schuhgröße, Alter. Die sind viel zu klein. Hab die nun schon 2 Stunden an und die drücken an allen Ecken. Na und, du hast die Dinger ja jemanden geklaut. Weißt du noch, vorhin den Typen, beziehungsweise es war eine Tussi, die unter dem Haus lag? Klingt blöd, ist aber so. Ach ja, stimmt ja. Der hatte kleinere Füße. Aber nun wollen wir mal schauen. Hey, schau mal, Jana hat einen Schlüssel an der Seite. Ich kann mal dran drehen. So, und noch eine Umdrehung und... So, nun habe ich 3-mal rumgedreht. Und, nichts passiert. Komisch. Was? Nee, Alter, die Bierflasche, die für Jan steht, die bekommst du nicht, ey. Werner, du bist doch jetzt schon total Palle. Ich werde mal die Flasche den Jan einflößen, mal sehen, was passiert. Und zack, rein mit dem Zeug, die Nase zugehalten und los geht's. Ja, meine junge Bastelfreunde, willkommen hier im Land der Munchkins. Ja, du mich auch. Und nix Land der Munchkins. Wir sind hier in Brandenburg, Land der Munchkins. Oh Mann. Jan, und das von dir? Da sieht man's mal wieder. Immer die Kölner. Was, Werner? Du nun auch? Hey, wenn du so weitermachst, wirst du nie mehr zu klarem Verstand kommen. Wir sind hier nicht im Land der Munchkins oder Munchkins, wie auch immer. Wir sind hier in Brandenburg und nur von Kloppis umgeben bin ich. Ganz toll. Genau, Alter. Nur Deppen. Oh, Mann. Oh, wie ich sehe, Moment. Erstmal Schlückchen. So wie ich sehe, habt ihr... ihr habt die roten Schuhe. Nicht ihr. Der Lenny hat sie... Und der hat sie so einer alten Tante geklaut, die unter so einem Haus gepennt hat. Naja, geklaut? So würde ich das nicht sagen. Er geborgt, ne? Ja, ihr habt Moment, erstmal einen Schluck nochmal von dem kühlen Blonden. Ihr habt die Schuhe, das ist definitiv nicht gut. Ihr solltet schnell weiterziehen. Nur der Zauberer von Ost kann euch weiterhelfen. Zauberer von Ost? Ich glaube, Jan, dir geht's auch nicht ganz so gut. Das Bier tut dir wirklich nicht gut. Du solltest auf Zeldas oder sowas ähnliches umsteigen. Das geht nicht, mein Bester. Ich hab kein Herz und das kühle Blonde ist das Einzige, was mir gut genug Energie gibt, um mich zu bewegen. Oh Mann, sind die beiden denn total bescheuert? Der eine meint, der hat kein Gehirn, der andere meint, der hat hier ein Herz. Ganz toll. Und der Löwe da vorne, der wie Howard ausschaut, der meint, der hat hier einen Mut mehr. Oh. Nun wird's mir klar, ey. Wir sind hier im Zauberer von Oz, aber ich glaube, wir träumen. Moment mal. Warte mal, wenn wir träumen? Nee, das geht nicht. Ich hab einen Schlag vor die Rübe bekommen. Und ihr beiden Kunden, ihr seid alles nur Einbildung. Ihr alle seid nur Einbildung. Oh Mann, ey. Warum kann ich nicht mal was ganz Normales, was Geiles träumen? Aber so was? Frag mich doch nicht, Moat. Mann, aber wir sollten vielleicht mal Richtung Zauberer. Moat. Komm, Alter, steh auf, Mann. Sonst muss ich echt noch einen Krankenwagen rufen. Oh, und irgendwie geht's mir voll schlecht gerade. Ich glaube, ich fall gleich um. Das kannst laut sagen. Du hast eine Beule, die ist größer wie ein Globus. Sah aber verdammt geil aus, als dich der Balken getroffen hat. Du bist wie in Zeitlupe gefallen, Alter. Echt heftig. Autsch, mein Kopf. Autsch. Und mein Traum war auch echt heftig, ey. Ich hab geträumt, du, Nicke. Wir sind im Munchkinsland, Alter, und haben Werner getroffen, der seinen Verstand finden wollte. Du, das klingt aber nicht wie ein Traum. Hey, so viel wie der säuft, kann er nicht mehr viel davon haben. Ja, und du hast einer alten Frau die roten Nike-Schuhe geklaut. Psst, Mord, nicht so laut. Was? Du hast einer alten Frau echt die Nike-Schuhe geklaut? Nein, ich hab die mitgehen lassen, Mann, bei H&M. Lass uns am besten zu mir nach Hause gehen. Ich brat uns was Leckeres, nämlich ein Schnitzel mit Pilzen. Was hältst du denn davon? Geile Idee. Dazu noch 3 Pörbräu und ein wenig Fußball. Da bin ich happy. Dann auf geht's. Ganz genau.